So. Oh, Tasse. Kaffee. Stop it. Moin! Moin, Eule 1810. Schon so früh wach? Ja, gut, früh ist ja schon ab 10. Schöne Pfingsten wünsche ich erstmal noch. Ne? Danke. Ich hoffe, ich bin so gut zu verstehen. Lautstärke ist okay so, hoffe ich. Ja. Noch ein Stück Kefsche. Besser geht nicht. Das ist schön. So, dann werden wir mal das Tabellenspiel von gestern weiterspielen. Was ich gestern schon angefangen hatte. Müssen wir gucken, wie wir da kommen auf der Insel. Ich werde schon mal das Spiel raussuchen. Ja. Wie ist das Wetter bei dir? Also, wir haben hier den schönsten Sonnenschein. Keep up survival. Zu warm? Naja, gut, okay, das mag sein. Mikro, du bist ein bisschen zu dicht. Zu warm. Gut, das Spiel startet. Wir werden mal die Musik ausmachen. Bautz. Und dann werden wir mal rübergehen. Ins Game. Pada. Da sind wir. Gespeichertes Spiel. Ja, das ist eine schöne Tasse. Ich finde die auch schön. Schöne Dogo-Tasche. Meine Dogo-Tasse. So, bei Oliver stehen geblieben. So. Wo waren wir gestern stehen geblieben? Wir wollten Eisenfarm gehen und. So war das ja. Mal gucken, wo wir Eisen finden. Ja, du komm, du start schon. Starte jetzt. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu hell gemacht, aber ansonsten sieht man ja nachts nichts, wenn ich das nicht so hell machen würde. Achso, ich bin ja gar nicht. Wartet mal, ich muss ja noch auf Discord live gehen. Ah, gleich geht's los. Welchen Kanal nehmen wir denn, Herr Engel? Den Twitch live. So. Oh, ein bisschen sehr hell, ne? Das müssen wir. Warte mal, das kann ich mal so nicht lassen. Das ist echt zu hell.
Fullscreen Auflösung. Helligkeit, das nehmen wir mal ein bisschen runter. Auf 4 lassen wir es. Hey Schoko, mein Freund! Olli, Olli, Junge! Fortsetzen. Kommt's ja gerade richtig, ich hab gerade erst angefangen. Auch dir, schöne Pfingsten! So ein gekochtes Fleisch, wo hat man das rohe Fleisch? Ach, hier mal. Rohes. Leckeres. Das ist auch noch roh. Aber wir haben gar kein Holz, ne? Das ist dumm. Das ist echt dumm. Aber gut, wir haben eine Axt. Und Oliver, was hast du heute geplant? Kann man mitnehmen, das ist okay. Den Garn nehmen wir mit. Die Kiste nehmen wir mit. Und den Transistor. Badapapa. Mal schauen. Ja, lass mich raten. Lost Ark? Olli, du kannst auch im Discord kommen quaddeln, wenn du willst. Dann bin ich hier nicht so alleine. Später, immer später. Du hast mich gar nicht mehr lieb, Wope. Na, wann später? Ich weiß nicht, wie lange ich heute mache. Ich denke mal, so auf den Mittag rum werde ich eine Pause machen. Dann weiter gucken. Aua, voll die Tür vom Schädel. Was ich sehe, stehen noch jetzt mit Bäume. Die sind doch gleich meine. Erstmal klarkommen, mach den Kaffee, dann kommst du klar. Was sind hier eigentlich für NPCs? Die sitzen hier nur rum, die machen nichts. Kann ich jetzt sagen? Habe ich schon versucht, das funktioniert alles nicht. Aber ich klau den alles. Ja, da wird sicherlich noch jede Menge dazukommen, weil wie gesagt, das Spiel ist ja erst gerade mal in Early Access. Aber gut, ich habe schon viele Spiele im Early Access gesehen, die danach nichts mehr kam. Aber das hat hier irgendwas, also. Ja, sag ich ja, langweilig, ne? Ich würde ja gerne mal probieren, wie es ist, wenn man das zusammenspielt, also nicht alleine. Weil man kann ja hier auch cool bauen, soweit ich es gesehen habe. Man kann ja vieles alleine bauen und so. So, 30 Bäume merken die rausgekriegt. Ist ja traurig.
Red Quichen? Questen? Na, nicht, dass ich wüsste, bis jetzt ist da noch keine Quest oder so. Das wird alles noch kommen, denke ich mal. Denn die Quest ist erstmal überleben hier auf der ganzen Scheiße, glaube ich. Überleben halt. Ja, Baby. Ja, ist sehr Early Access. Ich glaube, das OSM, ich weiß nicht, wie lange das ist schon draußen ist, ob es eine Woche oder so. Muss man auf der Shopseite bei Steam gucken. Da kommt der Apfel hin, der kommt doch da oben hin. Du kommst da hin. Ja, wie gesagt, abwarten, was noch kommt. Mal gucken, was noch kommt, was noch draus wird. Ah, moin. Aber wenn du da keine Quest hast, dann kannst du eigentlich genauso gut spazieren gehen, oder ne? Ja, es gibt noch wilde Tiere, die dich auffressen wollen, so wie der Bär, der Wolf. Gibt's im Wald auch? Gibt's im Wald auch? Ja, ich weiß. Mann, du machst da mal das Spiel nicht so schlecht, so am frühen Morgen. Kann ja wohl die Warzen spannen. Entschuldigung. Kommst du heim? Wisst ihr, ich mache mir Kopf, neue Spiele rauszusuchen und ihr kommt mir so. Ist nicht nett. Ja, bist du selber schuld, dann such du ordentlich Spiel raus. Dann bezahlt mir mehr. Ja, tut mir leid, ich kann dich leider nicht donaten. Siehste, kann keiner. Obwohl, doch, der Button ist ja Ja, frei. bist du selber schuld. Nee, der Button ist ja Du bist doch schon freigeschaltet. Affiliate. Du bist doch schon Affiliate. Musst doch mal einrichten. Donation-Button funktioniert doch, ist da angeschlossen schon längst. Du Knallkopf. Naja, musst mal auf meine Seite gehen. Also, ich kann dich hier aber nicht donaten, so wie ich das sehe. Ich kann dir nur folgen und ja, das war's. Donaten machst du ja auch, wenn da runter scrollen, du Knallkopf. Da gibt's einen extra Knopf für. Ein extra Panel. Echt? Bei Steam, bei Twitch. Kriegst du denn gar nichts? Ja, wahrscheinlich kann ich das übers Handy nicht, da muss ich mal gucken. Ja, das ist nicht, wird es nicht gehen, über PC geht's aber. Ach so, so. Ja. Ja, nee, ich bin gerade über Handy dran. Ich brauche Holz.
Nee, aber wie gesagt, man kann es auch Koop und ist schon und ja, Koop und PvP ist schon freigeschalten. Okay. Ja, ich finde das ziemlich langweilig, dass da die NPCs nichts machen, nichts können. Ja. Kannst nicht einfuchteln. Ich denke mal, dass die wahrscheinlich irgendwann mal Questgeber sind, weil die sitzen ja ab und zu bloß immer rum, weißt du, wie ich meine? So Questgeber und Händler. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Das wird dann irgendwann kommen. Aber irgendwie überschreite dein Mikro heute. Du bist ziemlich laut. Ich muss mal Discord wieder ein bisschen besser einstellen, warte mal. Wo haben wir dich denn, mein Kleiner? Oh, mein Schreiter. Ey, ich geb dir gleich. Ah ja, das war du mit. Ja, ich bin ein bisschen laut wegen Handy, ne? Ja, ja, deswegen. Ich hab dich da voll auf 200. Jetzt ist es ein bisschen besser, glaube ich. Na, siehst du. Ja, ich hab mal, wie gesagt, so, ja, mich hat's gepackt, mal wieder zu streamen, weißt du? Ich meine, ich hab ja nun schon Ewigkeiten nicht mehr gestreamt. Jo. Yep. Weil du hast ja nie Zeit und. Was? Willst ja mal was? Willst ja mal ein bisschen Lost Ark spielen und nicht mal ETS und so, also. Ich geb dir gleich. Von mir aus können wir ruhig mal wieder eine Runde LKW fahren. Ach nö, jetzt hab ich auch keine Lust mehr, weißt du? So, mal ja so also letzten Monat war ich glaube ich auf 4.000 Kilometer oder 5.000 oder sowas. Das ist okay. Oder 8, irgendwie sowas. Ja, war nicht viel. Ja. Ja, wir sind jetzt in Avenia in der Firma. Ist das so? Jo. Hab ich noch gar nicht mitgekriegt. Nee, ich hab's auch erst erfahren. Kuschel hat die Firma verlassen. Oh, ja. Ja. Ist halt so. Ja. Bloß weil Tinski sich nicht durchgesetzt hat und mich und die anderen rausgeschmissen hat, die nicht gefahren sind. Mhm. Aber dazu... da muss Tinski recht geben, es stand erst ab diesem Monat und dann 2 Monate später erst die Komplettentlassung, ne? Ja, das, genau. Das in 2 Monate nicht gefahren wird. Genau, und das hat ihm so nicht so ganz gefallen und deswegen hat er die Firma verlassen. Naja. Okay. Naja. Okay. Also ist er tierisch auf Progress aus? Ja, gut. Dann soll er sich eine größere Firma suchen, wo mehr gefahren wird, noch mehr gefahren wird. Ja. Wenn er Bock drauf hat. Du, was soll ich dir sagen? Für mich ist der Mensch sowieso Stulle, das wirst du. Ja, ja, nee, ich habe bis jetzt kein Problem mit gehabt, aber so eine Geschichte finde ich dann auch ein bisschen doof. Naja, was willst du machen? Dann ist das so. Ja, schießen darfst du nicht. Ist halt so. Aber Waffen kannst du auch finden. Ich habe schon eine Knarre. Oh. Und auf was schießt du damit? Na, auf die Wölfe und die Bären, die auf den Sack gehen und die Wildschweine. Ah ja, stimmt. Wir waren ja nur Tiere. Ja, ganz wilde Bestien. Die haben meinen Hund getötet. Du kannst ja auch so einen scheiß Beagle mitnehmen, weißt du? Also so einen Hund, den kannst du finden und dann kannst du den mitnehmen. Die haben den Der Bär hat ihn getötet, die Sau. Cool. Dafür ist jetzt so seine Eingeweide gerade, die gerade brate. Die lass ich mal schmecken. Ja. Nee, so ist es ja, so sieht es ja nicht schlecht aus, das Spiel. Macht doch Spaß. Also, sag mal so, da fehlt halt bloß, wie gesagt, diese Questen. Ja, irgendwas. Irgendwas, ja. Aber ist ja bei Scum Uni anders. Sie hat ja auch keine Quest. Ja, schon. Siehst du? Ja, aber da hast du wesentlich eine Aufgabe. Nee, hier kannst du auch dein Lager komplett bauen. Ja, das ist jetzt nicht so, dass okay. du kannst hier komplett selber Häuser bauen und so, ne? Also so ist es nicht. Weil du bei Scum nicht so wirklich kannst. Mhm. So. Mhm. Ich suche ja gerade ein paar Materialien zusammen für, weil ich ja irgendwann mein eigenes Haus bauen will. Ich hab hinten am Anfang, ich weiß nicht, ob du schon gesehen hattest, mir da so ein Schuppen geklaut. Da habe ich mein Zeug erstmal reingebaut.
Und jetzt zurück erstmal alles so Zeug zusammen, was ich so brauche, um aufzubauen. Und dann will ich mir eine eigene Hütte zusammenbasteln. Ja. Das hört sich schon mal gut an. Das Bausystem ist so wie bei Conan Excels. Mhm. Und wie bei Rust und so, weißt du, so diese Plattenweise. Ja, ja. Da habe ich mich jetzt aber noch nicht weiter damit beschäftigt, weil ich erstmal brauche erstmal die Materialien dafür und so. Dann werde ich mir das mal angucken. Mhm. Ja, das Bauen bei Scum, das fand ich auch ein bisschen. Das ist ein bisschen lehm. Ein bisschen merkwürdig. Aber die wollen, das wollen sie ja auch so machen wie das von Rust, so weißt du, so. Und wie bei Conan Excels. Ja, dass man mehr so einen Konstruktionsmodus kriegt. Genau. Oder was? Genau so. Ja, ja, ja. Ja, mag ich auch lieber. Solange wie das hier brät, kann man ja mal hier, kann ich ja mal, können wir ja mal gucken. So. Wie war das? Buch auf. Ich habe jetzt das Buch. Das ist bloß das, ne? Hä? Ja, wie gesagt, ich komme noch nicht so ganz klar. Das ist das Zeug, was ich anhabe. Ja, gut. Ich habe jetzt das Buch. Ah, kann ich. Was muss ich jetzt damit machen? Jetzt pack das weg. So, jetzt nehme ich das. Also wie das mit dem Buch geht, habe ich noch nicht rausgefunden. Weil das Buch ist die Blaupause, die brauchst du zum Bauen. Mhm. Bauplan. Da haben wir einen. Mhm. Bauplan. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, man drücke F. Ah, guck. Guck, einer schau. Zäune, Holzdecken, Holzbohlen. Holzfundamente, Holzwand, Holzwand mit Rahmen, Holzwand mit Fensterrahmen, aha. Aha. Na ja, bitte. Das ist doch schon mal. Okay. Okay. Nächste Baum. Ah, guck mal hier, nächste. Dächer. Oh, guck mal hier. Dachfenster. Oh. Also, ich glaube, das wird noch interessant mit dem Bauen. Ja, das wird noch interessant. Ich glaube schon. Ich glaube auch. Also es hat dann doch schon was, das... Das sollte man nicht unterschätzen. Ja, sieht umfangreich aus. Ja. Und dann, wie gesagt, für 14 Euro kannst du echt nichts falsch machen bei dem Spiel. Also, das einfache Spiel mit der Karte, wo ich jetzt gerade drauf bin, kostet... 9 Euro, glaube ich. Aber ich habe ja auch die Tropik-Karte mitgenommen, weil ich dachte so, wenn, dann alles für 14 Euro. Kannst echt nicht meckern. Da hast du dann die Wüste mit bei, ne? Und, eine tropische Insel und das hier halt, diese ganz normale Biom. Ja. Mit dem Wald. Ja, ist das mit dem Wald hier, diese Insel. Also die Insel ist das hier. Das ist jetzt mal die Insel so. Und hier bin ich da. Ja, da hast du hier so verschiedene. Hier ist zum Beispiel ein Schloss. Dann hast du so Safe Zones, verschiedene. Da hast du hier eine Minenworker-Scheiß-Dorf und so weiter. Also, was weit alles noch nicht. Das will ich erstmal alles noch erkunden. Wie gesagt, ich bin ja auch gerade erst dabei. Seit gestern das Spiel zu spielen. Wie gesagt, ich weiß bloß noch nicht, wie es ist, wenn man das PvP oder so spielt. Oder besser gesagt, ja, das Koop. PvP müssen sich erstmal noch mehr Leute das Spiel holen. Wer weiß, ob da schon genug Leute sind, die auf den Servern.
Ja, oder Koop. Das wäre kein Surfer. Das ist Koop hier. Da kommst du dann halt nur drauf, wenn. Könnt, das ist jetzt, nee, das ist jetzt Einzelspieler. Wenn ich es aber eingestellt hätte, könnten wir. Wie bei ETS mit dem Konvoi, wisst ihr? Was ist denn mit der Business-Ladebildschirm? Ja. Die Kohle weiß ich auch nicht, was man die braucht, aber trotzdem mitnehmen. Kohle brauchst bestimmt, damit du dir den Bären da grillen kannst. Nee. Den kann ich auch so, den mache ich kalt und dann grill ich den. Das ist jetzt nicht so. So, wo haben wir jetzt? Boot Landing. Da will ich hin. Ich habe gerade einen Grafikfehler gesehen. Ja, wo denn? Geh nochmal ins Haus, guck nochmal auf den Ofen. Ja, das Licht hat es da drin, ne? Meinst du? Ja, genau, als wäre da ein Sonnenstrahl, aber das ist ein Dach drüber. Mhm. Das ist das Licht aus dem Ofen. Wir können ja nochmal reingehen. Da siehst du. Hi Nettie. Da guck, da ist kein Fehler. Das war vom Ofen, das Licht. Hehe. Mann, ich hätte da gerade Sonnenstrahlen gesehen. Das badet Licht vom Ofen. Gut, dann ne. Ich habe gerade noch mal geguckt, es war wirklich das Licht vom Ofen. Schatzi, was du nicht alles siehst. Ja, Schatzi sieht alles Mögliche. Ja, nur das, was er nicht soll. Ja. Ja, sowieso. So, ich bin mal wieder raus. Ich muss erstmal hier stücken und so weiter alle. Wir sehen uns nachher vielleicht noch, ne? Tschüss. Tschüss. Was habe ich? For Rising? Nee, habe ich nicht. Was ist For Rising? Wo habe ich jetzt die Patronen gepackt, die 9mm? Ich habe die 9mm verloren. Das ist jetzt nicht euer verfickter Ernst. Blueprint hierauf. Ich habe die 9mm. For Rising? Nee, was ist For Rising? Sagt mir jetzt nichts. Also. Habe ich den auch wahrscheinlich nicht. Ich hab den wieder verloren. Reparaturkosten. Ach, die kann man auch reparieren. Das ist ja geil. Hast du For Rising? Na, was ist For Rising, Mäuschen? Habe ich nicht. Was ist das für ein Spiel? Gut, dann nehmen wir die Axt in der Hand. Vampir, achso, also, na, nee, das ist nicht so meins. Ist doch mehr so ein Handygame, ne? Oder so. Renn doch nicht weg, Hirsch. Renner Hirsch. Ich hab den Geburtstag. Sorry. Congratulations nachträglich. Oh, Mäuschen. Ich fühle mich jetzt schlecht.
Ach, ey, das Fall Rising ist doch das, ja, ist doch so, ja, wie so ein Battle Royale Spiel, ne? Ja, das ist nicht meins. Definitiv nicht. Sorry, Nettie, ich hatte dich total vergessen. Oh, das liegt aber auch bei mir daran, ich habe momentan Umschlung und voll den Kopf voll. Ich bin seit gestern das erste Mal wieder ein bisschen frei am Stream. Ah, Survival Game. Muss ich mal gucken, was kostet der Spaß momentan? Ich meine, das kann ich dann erst nächsten Monat kaufen. Weil diesen Monat ist mein Budget erschöpft. Jahren. Ja, wie gesagt, momentan ist mein Budget erschöpft, leider. Nee, aber trotzdem alles Gute nachträglich, Mäuschen. Nicht böse sein, nicht verhauen, ich bin sensibel. Jetzt habe ich den Geburtstag voll verpasst. Oh, Kacke, Kacke, Kacke. Nicht schauen, ich bin sensibel. Ah, Bär, hau ab. Ja, jetzt steht ja darum, der Idiot. Hau ab, Bär! Ich hasse Bären. Er hat mich nicht gesehen, der doofe Bär. Oh, Solarkonnektoren. Ja, die hat gesucht. Geilo, Milo. Ja, ich muss noch das Gewerbe anmelden, dann kann ich. Ja, das werde ich auch noch machen demnächst. Das ist eine gute Idee. Good idea. Der Donaten-Button ist ja freigeschalten, aber ob der funktioniert, weiß ich auch nicht. Ja, und das PayPal ist auch alles ein bisschen doof. Ich alles brauche ich nicht. So, mit Öl, so, mit Öl. So. Ich habe doch die Dinger eben gesehen gehabt. Mittag rum kurz Pause machen. Dann geht's weiter, weil ich will heute noch dieses Bausystem ausprobieren. Von diesem Spiel. Ja. Mal gucken, was uns noch erwartet. Erstmal jeden Schrott mitnehmen, was man hier findet. Das ist so.
mein Prinzip. Okay, jetzt müssen wir wieder raus zu dem Pipi-Pipi-Pipi-Pisser. Hä? Habe ich mich jetzt selber verletzt, ich Idiot? Teddybär schläft. Wie kann ich das bloß wieder gut machen? Du kannst doch gerne in Discord kommen, Nettie. Dann kann man so quatschen. Aber ich weiß gar nicht, ob du da hinkommst. Na gut. Nee, der ist nicht unsterblich. Der schläft jetzt so. Schatten gewonnen gegen den Teddybären. Was ist das hier für eine Hütte? Eine Lehre. Eine geile Sache. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen spät antworte. Weil ich denke mal, das liegt daran, dass ich ein ziemliches Delay habe. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen. Geh weg, Spinner. Nie schon, habe ich alles. Brauche ich nicht mehr. Also nicht sauer sein, wenn ich nicht gleich antworte, weil wie gesagt, meine Leitung gibst du nicht immer noch nicht her. Ich kann mir immer noch keine neue Leitung leisten. Keine bessere. Ich arbeite immer noch mit meiner 17. Schieß mich tot. Hatte ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Spinnen hasse? Ich hasse Spinnen. Geh weg. So. Oh, da habe ich die Kiste.
Also Überlebenspäckel gibt es ja hier Fälle. Also man kann eigentlich nicht sterben, wenn man sich zu blöd anstellt. Okay, das geht nicht kaputt. Im wirklichen Leben würde es kaputt gehen. Im Ofen. Ey, cool. Können wir wieder braten. Es wird doch wieder andere Spiele geben. Oh, ich verdecke euch ja was. Na, sagt mir das doch mal, einer. Wartet mal. So. So. Jetzt passt's besser. So verdecke ich euch wenigstens nicht. Jetzt sagt ja auch keiner was. Och. Mensch, ihr müsst schon mit mir reden. Wenn ich irgendwas verdecke im Spiel. Ich kann ja auch nicht alles wissen. Ach, die Herzen müssen wir mit nach oben nehmen. Ach, du redest gerade schon mit einem Kumpel. Ja, ist okay, ist ja kein Problem. Alles gut. Habe ich schon irgendwo. Oh, ich glaube, das alle. Mein Golo habe ich noch auf. Gitterschkas erstmal gegessen.
Weiter geht's. Hier ist eine Tür. Kann man den Sand mitnehmen? Oder? Warte mal. Nee, kann man nicht. Schade. Okay. Achso, hier ist noch eine Tür. Gucken wir uns mal hier unten die Hütte an. Sieht gut aus. Schmutzwasser ist immer gut. Das Schlimme ist, wir haben den ganzen Weg nachher noch zurück. Irgendwann. Das waren Nägel. Zelt brauche ich nicht. Ach ja, hier ist auch nichts Vernünftiges. Ach so, das hat man schon. Oh, Doppelprim 8, das Video von gestern kommt jetzt live auf YouTube, falls das jemand gucken möchte. Hüftrücken, Hüftpolster, Beinknieschoner, die habe ich schon. Also wie gesagt, falls jemand das Video gucken will von gestern, sind beide jetzt demnächst online. Wenn man die Anfänge hier von diesem Spiel nicht mitgekriegt hat. Ja. Das passt nicht mehr. Was ist dahin? Oh, ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ja, dann lassen wir das Holz hier. Weil Holz finde ich überall. Das ist jetzt nicht so das Pragmatische. Oh, es wird dunkel draußen. Wie ihr seht, wird es dunkel. Oh, 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 oh. Ja, das ist natürlich dann Problematik. Hier schon der.
ich wollte eigentlich, bin ich ja losgezogen wegen Eisen. Aber gut. Das ist jetzt nicht so das Problem. Wir gehen jetzt nochmal hier rüber. Gucken uns die große Villa hier an. Und dann suchen wir uns eine Mine. Weil unsere Mine war ja schon ausgeschöpft. Aber ganz ehrlich, Kohle habe ich genug. Brauche ich nicht. Wenn, kann ich Kohle ganz leicht herstellen. Das ist jetzt nicht so das Problem. Ja. Alter, hier sind 50.000 Zimmer. Wenn ich die durchgelootet habe, bin ich ja oben wieder, kann ich ja oben wieder anfangen. Zelt brauche ich nicht. Ich glaube, wenn ihr mit zwei, drei Mann spielt, dann bist du echt gut bei. Taschenlampe. Hep. 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 Ah, meine Waschmaschine läuft noch im Hintergrund. Ich hoffe, sie hört sie nicht. Okay, in die Tür geht's nicht rein. Ja, ein Raum voller nichts. Treppe nach oben? Nee, Treppe nach oben nehmen wir noch nicht. Erst unten alles ausräumen. Tudu. Wundert euch nicht, dass ich den ZD Müll sammle, weil den brauchen wir. Der ist echt gut, den 50 haben wir schon. 50, ne? Haben wir, ja. Hab. Dass ihr euch da wundert.
warum ich hier so viel Müll sammle. Dass hier ein Dreck in Wasser haben kann man, muss ich gutes Wasser kochen. So, hier können wir auch nicht rein, dann gehen wir jetzt eine Etage höher. Das scheint so eine Art Schule zu sein oder sowas. Krieg ich das nicht angepfeffert? Ja, das krieg ich noch mit einiger Arbeit. Okay. Katoschka. Okay, okay. Deswegen, was ich losgezogen bin, habe ich noch nicht gefunden. Metall. Eisen. Ah, das kommt noch. Ja, Arzneimittelpack im Kühlschrank. Ja, man, ja, okay. Kann man ja machen. Ich glaube, von dem Zeug werde ich ja sowieso einiges wegschmeißen. Weil ich es für, ja. Für Eisen brauche. Eisen wichtiger. Alter, ganz volle Räume ohne nichts, Alter. Nichts dran. Okay. So, wir gucken auf der Karte, wir schauen mal auf die Karte. Metal Depot. Sadam, bim, bam, bim, bam, 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 bam. Geht gleich weiter, ich muss mal kurz was schreiben, alles gut. So, Watergate, Watergate. Worum jetzt? Ach, da oben, 300 Meter von uns hier in die Richtung. Metalldepot, wer weiß, was das sein könnte. Yippie! Ja, ja, was wird uns erwarten? Der hohe Sprung. Yippie! Aua! Blödkorb.
scheiß Wölfe, Alter. Die sind garstig, die Viecher. Junge, Junge, Junge. Wir sind heftig. Der Bär lebt schon wieder. Er ist wahrscheinlich doch unsterblich. Was ist das? Ah, nicht das, was ich gesucht hatte. Ah, ja. Ich hoffe jetzt. Ah, das ist das, was ich meinte. Das ist hier drin echt zu dunkel. Da muss ich echt. Ich meine, die Taschenlampe bringt nichts, weil ich sehe dann das Zeug nicht. Ne? Das ist das Problem dabei. Das ist das Problem dabei. So sieht man halbwegs was. Ich weiß, warum ich so schlecht zu sehen bin. Ich sollte vielleicht mal das Licht anmachen. So. Nee, dann sehe ich ja noch weniger auf den scheiß Bildschirm. Alter. Das ist auch krass. Naja. Wir müssen doch die Taschenlampe mit anmachen. Ist ja geil. Ist doch nix. Eine Fledermaus, okay. Ah, Eisen. Eisenpopeisen. Die drei. Von da sind wir gekommen. Wir gucken mal, wie es weitergeht. So, wir müssen ein bisschen was hier lassen. Wir müssen ein bisschen was wegschmeißen. Den Sand, da brauche ich 4 für den Block. Das kann erstmal weg. Steine finde ich überall. Ja, was schmeiße ich nur weg? Ich brauche das Eisen, ist wichtiger. Nägel braucht man auch irgendwo.
Ach komm, das Fleisch hier, das lassen wir hier. Na, den will ich nicht wegschmeißen, das behalte ich, das weiß ich. Ja. Oh, wie viel Rotzwasser habe ich denn? Da ist so viel zu füllen, das bräuchte noch nicht alles. Na komm. Lass mal das Rotzwasser hier. Selber. Ja, cool. Wir holen uns das Metall, was wir suchten und brauchen. Yippie. So. So, hier geht's nicht weiter. Da ist noch ein Metall. Oh, da ist noch ein Metall. Krass. Metall. So. Okay, Friedrichen. Oh. Noch mehr Eisen. Gut zu wissen. Aber wir gehen erstmal, wir erforschen erstmal die Höhle. Oh, noch mehr Eisen, alte Katze. Was ist denn hier? Aha. Geil. Eigentlich könnte man hier auch.
cool. Man könnte sich hier was richtig aufbauen, wenn man will. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwo Wasser ist. Bäume sind hier genug. Aber Steine sind hier so wenig. Wo ist Steine? Wir verschaffen uns mal einen Überblick. Okay. Steine sind hier gar keine. Also müsste ich die immer importieren. Also sozusagen, das ist auch Blödsinn. Blöder Götter. Ja, vielleicht. Wie viel Eisen haben wir denn? 50? 57? Das ist 100 Eisen. Ein bisschen über 100. Die gibt mir auf den Puff, ey. Wir brauchen noch mehr. Hilft ja nur alles nix. Sorry, aber ich brauche hier keine Fremdwerbung für irgendwelche anderen Streamer. Soweit kommt das noch. Jetzt was will ich hier nicht und wird hier auch nicht geben.
So. Muss mal wieder ein paar Sachen bearbeiten, so geht's nicht weiter. Ich habe schon das maximale Gewicht erreicht. Was das Corona-Muss, brauche ich nicht. Ich kriege nicht gerne genug. Das Fleisch kann ich nachher auch jagen. Das fertige schon noch nicht, das behalte ich, das ist klar. Jetzt hätte ich erstmal was essen.
Nee, komm, jetzt ist genug gesammelt. Es wird draußen hell. Kann ich die Taschenlampe rausmachen? So, ab auf der Karte und jetzt müssen wir da ist unser Home, ne? Jo. Da ist unser Home. Steht der Teddybär da rum. Eben so ein bisschen auf dem Buffer. Wenn es so einfach geht mit dem Rüberschwimmen, mache ich das. Hier wird es ja keine Hai und Piranhas geben.
Ich mach mal kurz Pause.
So, da sind wir wieder. Weiter geht's. Irgendwie gefällt mir das immer noch nicht. So passt's besser. So, wir schwimmen weiter. Und wenn ich dann drüben bin, dann mache ich Mittagspause. Und dann werde ich mal sehen, was ich heute noch so mache. Ich sehe gerade, ich werde bei den Level steigen, wenn es so weitergeht. Guck mal rum. Ah, cool. Also wie gesagt, ich kann euch beruhigen, es kommen auch wieder andere Spiele. Ich versuche das mal wieder hinzukriegen, mehr zu streamen. Ich kann nicht, dass man auch tauchen können. Das ist ja krass. Fische gibt's auch. Aha. Also da wird noch einiges kommen, wenn ich das so sehe. Kijk maar, Ludie Steine.
Ja, da brauche ich noch. Okay. Was wollte ich bauen? Das Wasserding habe ich schon. Gut. Das soll es erstmal für jetzt gewesen sein. Wir sehen uns später wieder. Euer Olli.